Hallo und herzlich willkommen zu ETH mit Jan Jello. In diesem Video geht es um Wechselstrom, genauer um die Rechentechnik mit den komplexen Wechselstromgrößen und noch genauer um die Berechnung der Widerstände. Im Unterschied zu Gleichstromschaltungen, wo man mit nur einer Sorte von Widerständen rechnet, nämlich dem sogenannten ohmschen Widerstand R, jongliert man bei Wechselstromschaltungen mit zwei weiteren Widerständen, der Spule und dem Kondensator. Die beiden Widerstände heißen Blindwiderstände. Die Spule wird als induktiver Blindwiderstand bezeichnet, der Kondensator als kapazitiver Blindwiderstand. Die Spule, also der induktive Blindwiderstand, hat das Formelzeichen XL, der Kondensator das Formelzeichen XC. Beide Widerstände sind abhängig von zwei Sachen. Erstens von ihrer Bauweise und zweitens von der Frequenz des Generators. Die Eigenarten der Bauweise werden in Kennwerten zusammengefasst. Der Kennwert der Spule ist ihre Induktivität L. Darum heißt es sie ja auch induktiver Blindwiderstand. Beim Kondensator ist es die Kapazität C. Daher also bei dem X der jeweilige Index L bzw. C. Fließt Gleichstrom, ändert sich die Stromrichtung nicht. Die Frequenz, mit der der Strom hin und her geschickt wird, ist dann 0 Hertz. Bei Gleichstrom ist die Spule kein Widerstand. Schließt man die Spule aber an eine Wechselspannung an, verwandelt sie sich und entwickelt einen Widerstand. Dieser Widerstand wächst mit wachsender Frequenz. XL ist jetzt also proportional zu F. Beim Kondensator ist es umgekehrt. Im Gleichstromfall ist er ein unendlich großer Widerstand, weil der Strom nicht durch den Kondensator hindurchfließen kann. Ein Kondensator im Gleichstromkreis bringt den Stromfluss zum Erliegen. Mit wachsender Frequenz wirkt sich die Trennschicht zwischen den blauen Elektroden aber immer weniger auf den Stromfluss aus und der ehemals unendlich große Widerstand des Kondensators sinkt. XC ist also umgekehrt proportional zu F. Daher kann man die Beträge der Widerstände berechnen, wenn man zwei Sachen kennt, ihren Kennwert L bzw. C und die Frequenz F. Die Formeln für die Blindwiderstände sind daher XL gleich L mal 2πf bzw. XC gleich 1 durch C mal 2πf. Eine Spule der Induktivität 2 mH entwickelt bei einer Frequenz von 50 Hz den Widerstand XL gleich L mal 2πf. XL ist dann 2 mal 10 hoch minus 3 Henry mal 2π mal 50 Hz. Das sind Pi Fünftel Ohm oder 0,63 Ohm. In den Formeln werden die Formelzeichen XC und XL aber nicht nur durch den Betrag in Ohm ersetzt, sondern sie werden grundsätzlich mit einem Plus bzw. Minus J multipliziert eingesetzt. Und zwar erhält die Spule immer ein Plus J, der Kondensator dagegen ein Minus J. Beim Wechselstrom zeichnet man die Widerstände nämlich als Sektoren in eine Ebene und hängt sie aneinander. Der ohmsche Widerstand zeigt immer in X-Richtung, der induktive Blindwiderstand immer in positive Y-Richtung, was durch das positive J signalisiert wird. Entsprechend zeigt der Vektor des kapazitiven Blindwiderstands nach unten. Eine Reihenschaltung aus einer Spule und einem ohmschen Widerstand hat den Gesamtwiderstand Z gleich R plus J mal XL. R sei 4 Ohm und XL sei 3 Ohm groß. Dieser Widerstand Z lässt sich in einer XJ-Ebene darstellen. Er besteht aus einer X-Komponenten, nämlich R gleich 4 Ohm, und einer J-Komponenten, nämlich XL gleich 3 Ohm. Das Plus J vor dem XL sagt nur aus, dass der Vektor XL nach oben gerichtet ist, also in positive J-Richtung. Der Summenvektor aus beiden Komponenten ist der Gesamtwiderstand Z. Den kann man genau so beschreiben. Z gleich 4 Ohm plus J mal 3 Ohm. So ein Widerstand kann also aus einer X- und einer J-Komponente aufgebaut sein. Zwei solche Widerstände würde man zum Beispiel so schreiben. Es kommt oft vor, dass man mehrere solcher Widerstände addieren muss. Dann braucht man lediglich die X- und die Y-Komponenten getrennt voneinander zu addieren, also zum einen R1 plus R2 und zum anderen JXL1 plus JXL2. Daraus ergibt sich dann wieder ein neuer Gesamtwiderstand. Z neu ist gleich R1 plus R2 plus J mal XL1 plus XL2.
Addiert man Z1 gleich 4 Ohm plus J mal 3 Ohm mit Z2 gleich 2 Ohm plus J mal 1 Ohm, erhält man Z gesamt gleich 4 plus 2 Ohm und J mal 3 plus 1 Ohm. Das lässt sich dann einfach zusammenrechnen. Man kommt so wieder auf einen kurzen Ausdruck. Diese Art, einen Gesamtwiderstand zu beschreiben, also durch seine X- und seine J-Komponente, das nennt man Normalform. Normal ist ein technischer Begriff, der senkrecht bedeutet. In der Ebene stehen die Komponenten von Z, nämlich R und XL, senkrecht aufeinander. Wie dieses Beispiel zeigt, sollte man die Normalform immer dann anwenden, wenn addiert oder subtrahiert wird. Also merke, bei Strichrechnung immer die Normalform anwenden. Widerstände muss man aber auch miteinander multiplizieren können, zum Beispiel wenn man den Gesamtwiderstand einer Parallelschaltung ausrechnen will. Bei zwei parallelen Widerständen im Gleichstromkreis würde man das so machen. R1 mal R2 durch R1 plus R2. Bei Wechselstrom und mit Spulen entspräche das einem ziemlich komplizierten Ausdruck. Allein das Ausmultiplizieren wäre langwierig und fehleranfällig. Also beschreibt man die Vektoren anders. Nämlich durch ihre Länge, also die Beträge der Widerstände. Außerdem benötigt man noch die Info über die Winkel, um die die Vektoren gegenüber der X-Achse geneigt sind. Ganz allgemein lautet die Schreibweise Vektor gleich Betrag mal E hoch J mal Winkel. Je größer der Betrag, umso länger der Vektor. Diese Art der Darstellung eines Vektors nennt man Exponentialform. Was man sich daran merken kann, dass hier der Winkel in einem Exponenten steht. Beispiel. Der Betrag des Gesamtwiderstands aus Spule und ohmschem Widerstand sei 5 Ohm. Der Winkel gegenüber der X-Achse sei 53,13 Grad. Dann würde man das in Exponentialform so schreiben. Z gleich 5 Ohm mal E hoch J 53,13 Grad. Vektoren in der Exponentialform lassen sich übrigens einfacher multiplizieren als in der Normalform. Von zwei Vektoren werden nämlich nur die Beträge miteinander multipliziert. Die Winkel stehen im Exponenten und werden daher nur addiert. In diesem Beispiel würde man also 6 mal 4 rechnen, was 24 Ohm ergibt. Und dann das E hoch J mit der Winkelsumme, also 60 Grad, hinschreiben. Kurz, zum Dividieren oder Multiplizieren kommt man mit der Exponentialform schneller weiter, zum Addieren oder Subtrahieren mit der Normalform. Man kann übrigens auch mit einfachen Taschenrechnern von der einen in die andere Form wechseln. Das geht mit der Pol- bzw. der Rec-Taste. Ich habe das in einem anderen Video anhand von Beispielen beschrieben. So, soweit erstmal diese Kursanleitung. Das war übrigens meine erste. Jetzt interessiert mich natürlich, wie fandet ihr sie? Habt ihr viel verstehen können? Was sollte ich ändern, weglassen oder zufügen? In jedem Fall freue ich mich aber über euren Daumen nach oben, wenn euch das Video ein wenig geholfen hat. Dankeschön.